Hi bei kugelbahn.de. In diesem Video schauen wir uns die Hubelino Kugelbahn an. Ich habe hier das 200-teilige Starter-Set und das werden wir jetzt auspacken, aufbauen und ausprobieren und erfahren dabei auch, welche Besonderheit die Hubelino Kugelbahn hat. So, hier ist der große Karton. Ich lege einfach mal los und entferne erstmal die Klebestreifen und jetzt lässt er sich auch öffnen, wenn nicht noch irgendwo einer versteckt ist. Ah ja, okay, so ging das einfacher und jetzt machen wir das Kartönchen auf und es sind zwei Fächer drin mit jede Menge Teilen drin, die in verschiedenen Tüten verpackt sind. So, das sind schon mal viele weiße Steine, die zum Aufbau der Säulen für die Bahn gedacht sind. So ist das zumindest bei der Produktabbildung zu sehen. Dann waren unter diesen weißen Steinen noch ein kleines Werbeheftchen und eine große, großformatige Aufbauanleitung für die Hubelino Kugelbahn. Das ist ein ziemlich großes, farbenfrohes Heft. Und dann in dem anderen Fach hier sind Kugeln drin, ein kleines Tütchen und auch noch haufenweise Bausteine, um daraus dann letztendlich auch die Kugeln laufen zu lassen. Und die ist auch ziemlich groß und auch hier so eingespannt. Dieser Karton ist also durchaus dafür da, die Kugelbahnteile hinterher auch da drin zu lagern. So, ich schnalze den mal hier raus. Und auch diese Bodenplatte, jetzt mache ich den Karton mal weg, ist ziemlich groß. Gut, dann schnappe ich mir jetzt die Aufbauanleitung und werde die Kugelbahn mal hinstellen. Die Bausteine von Hubelino haben nicht nur verblüffende Ähnlichkeit mit den großen Duplo-Bausteinen von Lego, sondern passen auch perfekt dazu. Ist also bereits Lego Duplo vorhanden, lässt sich das mit der Hubelino Kugelbahn kombinieren. Die Aufbauanleitung ist gut bebildert und geht ebenenweise vor. Die Bausteine der gerade aktiven Ebene sind hervorgehoben, so ist gut zu erkennen, welche Teile benötigt werden. Trotzdem ist ein letzter prüfender Blick am Ende jeder Ebene durchaus empfehlenswert, um spätere Baufehler zu vermeiden, was hier im Video natürlich passiert ist. Während dem Bau ist die Bahn teilweise etwas instabil, was sich erst beim Aufbau der nächsten Ebene festigt. Soweit kein Problem für Erwachsene. Bei den ersten Schritten der Sprösslinge sollte aber ein Elternteil helfen zur Hand gehen. Die Qualität der Hubelino Kugelbahn ist prima. Alle Teile gleiten einfach ineinander und halten sehr gut. Die Kugeln erscheinen erst sehr leicht, rollen dafür aber erstaunlich gut über die Bahn. Für längere Streckenabschnitte ohne Gefälle hätten schwerere Kugeln aber für etwas mehr Schwung gesorgt. Die Bauteile für die eigentliche Bahn beschränken sich auf Kurven, Geraden, mit und ohne Gefälle. Spezielle Teile wie Weichen, Wippen oder Katapulte bietet der Hersteller in separaten Sets an. Das hier gezeigte 200-teilige Set bietet viele Aufbaumöglichkeiten, vier davon werden im tollen Aufbauhandbuch mitgeliefert. Wer Lego Duplo zu Hause hat und eine Kugelbahn sucht, der kommt mit der Hubelino Kugelbahn voll auf seine Kosten.